Das sind echt, das heißt komische Maße, ne? Aber 25,3. Eieieiei, so nochmal. Müssen wir das halt nochmal so machen. Also der Abstand zu hier und hier. Was hatte ich da gesagt? Schon wieder ganz vergessen, wie der Abstand war. 11, glaube ich, ne? Ja. Was ist das? Was da passiert? So. Och, Max. Tommy Dampf. Okay, wieso will das nicht? Da, das hier. Genau. Das soll ein 11 sein, aber... Hey, was macht der denn die ganze Zeit? Ja, Tommy Dampf, schön, dass du dabei bist. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass da jemand gerade in Frisch dazugekommen ist. Ja, nee, der kommt, ja, yeah, das auf jeden Fall. Genau, Tommy Dampf ist jetzt da. Wieso funktioniert das nicht? Nee, jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert. Das auf das soll ein 11 sein. Und das hier, das sollen 14 sein, so. Und das auf das soll 12 sein. Sieht aber immer noch schräg aus. Ah, Mann, ey. Tom, hilf mal. Das ist gut, Max. Ey, guck mal, das ist da, wieso, was macht der da? Ich glaube, ich muss das ganze Ding einfach löschen. Ich fange das nochmal neu an. So. So, und das muss jetzt hier 14 mal 12 sein. So, jetzt. Was? Jetzt gibt's Zwillingsgebäsche. So. Nee, das nicht. Jetzt muss ich hier den Höhenunterschied da rauskriegen. Das ist ein Gefriemel da. Also das ist von hier, nee, andersrum, von hier auf, hä?
So, also von hier auf hier. Nee. So. 3,5. Nein! Nicht so. Mist. Das auf das. Nee. Ja, das wäre schön, ne? 3,5. Das ist ja die Frage, wie das überhaupt aussieht, ja. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Ja, 2. Ah, oh, ist das ein Scheiß jetzt hier. Also sie macht das bestimmt richtig toll. Also hier 14, 12. So. Von hier bis hier. So, jetzt, ja, jetzt habe ich verstanden. Warte mal. Was hatte ich denn hier nochmal gesagt? 3,5. Also von da auf da. Nee, aber in die andere Richtung. Geht ja nicht. Nee, das ist scheiße. So, warte mal. Ah, ich sehe schon, ihr kennt euch auch nicht aus. Nein. Ich probiere mal was aus. So, also von hier auf hier. Yes, so muss das sein, nämlich. So, und jetzt, Ja, voll, es ist, also, also hat alles was für sich, aber hat auch was gegen sich, ne?
So, jetzt die nächste. Minus 16. So. Ja, das ist alles, ne, wie das so ist mit der Abhängigkeit. Vor allen Dingen, das ist ja auch nicht alles gleich. Jeder Abstand ist ja anders. Machen wir hier mal 18 draus. Minus 18. So. Ich muss alle 2 Minuten erzählen, worum es geht. Alle 2 Minuten, da musst du mich aber, Max, da musst du mich alle 2 Minuten daran erinnern, worum es geht. nee, du musst mich daran erinnern, zu sagen, worum es geht. Und zwar geht es darum, dass wir einen Fake 3D-Wasserkühler für dieses Board erstellen wollen. Was da wäre, dieses hier. Weil wir wollen einen Fake-Wasserkühlungs-PC bauen, der da hinten ist. Also Fake in dem Sinn, dass da keine echte Wasserkühlung drin ist. Da ich aber keine Lust habe, für dieses Board einen echten Wasserkühler zu kaufen und wir auch coole Sachen machen wollen, modelliere ich jetzt hier die 89 Ti ab. Das ist eine Founders Edition. Und dann wird Tom keine Lust. Kein Geld. Ich glaube eher kein Geld. Und die sehen auch nicht so schön aus für die 89, die ich gesehen habe. Genau, dafür, damit Tom einen tollen gefakten Wasserkühler basteln kann und dann 3D drucken kann, muss ich ja erstmal die groben Maße und sowas alles hier der Karte abmachen. Und weil es ein cooles Projekt ist und es auch ein gutes Learning ist, hier Fusion 360 ein bisschen kennenzulernen, genau. Machen wir das jetzt, ne? Also, wir haben jetzt hier die grobe Outline der Karte. Wir haben jetzt hier schon den Chip schon mal ausgeziert. Jetzt hier sind wir gerade dabei, die RAM-Chips zu machen. Und dann machen wir ja als nächstes das hier noch. Wir müssen noch die Anschlüsse grob modellieren. Hier die Anschlüsse und das hier. Und genau, dann müssen wir das auch noch extruden. Genau, die Optik soll ja trotzdem gut sein, ne? So, also das wird hier sozusagen ein gefakter 3D-gedruckter Kühler drauf gemacht. Dann, wenn es geht, im silbernen Filament. Und dann kommt eine schöne Acrylplatte oben drauf. Und dann gucken wir noch, ob wir die 3D beleuchten können. Extruden heißt, also ne, aus flach etwas 3D-Dimension machen in dem Fall. So sieht es nämlich aus. Bemaßung wieder anzeigen. Das ist alles chaotisch. Eine Zwischenextrusion. Okay, da muss ich aber nochmal speichern. Und dann ist die Frage. Ach du Scheiße, guck mal, da geht's nämlich schon los. Die hier liegen gar nicht auf einer Ebene. Super. So. Es ist die Frage, wo kriege ich das hin? Extrusion da.
Wenn ich das jetzt also sozusagen mache, ja, setz mal die 3D-Brille auf. Also das PCB an sich ist 1,7. Also 1,7. Und dann siehst du hier schon, haben wir nur noch nicht gefüllt. Das stimmt ja auch noch nicht ganz, ne? Also da, aber da, dafür braucht man das ja nicht. So, also 1,7 haben wir hoch. Ich sehe Fusion, genau. Achso, ihr seht es gar nicht. Entschuldigung. So. Jetzt. Ne? Aber ich will das ja als eine Fläche haben. Nee, so nicht. Da ist halt jetzt die Frage, wie geht es? Achso, nee, warte mal. Erstmal muss ich das hier zu einer Ebene erstellen. Genau. So. Du musst die Fläche, das ist, geh mal oben links auf Volumenkörper. So. Nö, reinklingen kann ich nicht. Das funktioniert halt nicht. Oder muss ich das hier aus der... Ich kann es ja nicht mal... Kann es nicht mal markieren. Skizzenprofile oder ebene Fläche. Irgendwie will das noch nicht.